Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play Tekkit Legends hier im Nether. Und wir sind weiterhin in der Nachvertonung, deswegen nicht wundern, wenn wir vielleicht Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht so tun oder dazu kommentieren. Denn ja, leider haben wir noch ein paar Folgen, bei denen das noch der Fall ist. Und ja, wie ihr sehen könnt, war ich ein bisschen farm im Nether. Und ja, habe mich ein bisschen hier rumgeprügelt, habe gerade noch mal ein bisschen Soul Sand geholt, damit wir uns einen Blast Furnace bauen können. Wir sollten jetzt alle Materialien dafür beisammen haben und ich würde sagen, wir gehen zurück zum Portal und schauen mal, was denn da so Sache ist. Und ja, Jens, geht es dir? Was machst du so? Schön, dass du heute hier bist. Ja, ich bin auch da, ja. Also im Moment versuche ich gerade herauszufinden, warum der Server crasht, aber ansonsten... Aber der Server crasht doch gar nicht, es ist doch alles okay im Bild. Hust, hust. Ja, jetzt hast du auch endlich Vollbild, ne? Ja, das ist korrekt. Ja, war mir nicht aufgefallen, zwischen den Folgen tappe ich mal gerne raus. Und ich glaube, hier bewundere ich deinen tollen Smoker, den du da gerade fertiggestellt hast. Und ja, wir können ja mal ein bisschen Werbung machen für Jens mal wieder. Der arbeitet nämlich am Minimap-Sync-Mod und da ist jetzt die 1.8er-Version in der Closed Beta. Und wenn ihr den Jens ganz lieb fragt, dann dürft ihr vielleicht schon bald auch Minimap-Sync testen. Wer nicht weiß, was Minimap-Sync ist, das werden wir vermutlich irgendwo verlinkt haben. Hoffe ich. Wenn nicht, dann haut mich und fragt danach. Und ja, genau, also da wird auch bald ein Spotlight zukommen, haben wir gerade entschieden, spontan. Mhm. Und ich merke schon, dass meine Stimme wieder weggeht, was ja, sehr, 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 sehr ungünstig ist nach direkt 2 Minuten. Aber ich werde das jetzt durchziehen und mal gucken, wie das so läuft. Ja, genau, wir sind natürlich auf Achievement-Jagd. Wollten natürlich erst die Vanilla-Achievements abarbeiten, bevor wir uns den anderen Mods widmen. Und ja, nach und nach versuchen wir natürlich hier das hinzubekommen. Und ja, unser Haus, das wächst und gedeiht. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, ich finde unser Haus schon ziemlich geil, verglichen mit dem, was wir sonst so hinbekommen. Und ich glaube, hier beschwere ich mich darüber, dass es doch irgendwie... gefährlich ja, nah am Baum hängt, ja. Genau, gefährlich nah am Baum hängt, weil ja den Timber-Mod aktiv haben. Das heißt, wenn über dem obersten Baumstamm, Stumpf, wie auch immer, noch Blätter sind, dann wird das mit abgefällt. Und da war ich mir nicht so sicher, ob wir die Bäume nicht vielleicht zu nah am Haus gepflanzt haben, dass es eventuell uns das Haus zerrupft. Aber ich kann euch beruhigen, es ist nicht der Fall gewesen. Von daher... Ja, ich mache ja auch gerade die Blätter da oben weg, ne? Ja, genau. Es ist ja auch, richtig. Ich meine... Das muss auch sein. So, Kuchen haben wir abgehakt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, wie genau, wir gehen jetzt in Richtung Blast Furnaces und werden dann mit der bereits produzierten ja, Cold Coke werden wir dann ein bisschen Stahl herstellen. Und ja, schauen wir mal, wie das so vonstatten geht. Ich glaube, da beschwere ich mich gleich, dass du den Boden wieder zugemacht hattest. Und ich weiß gar nicht, falle ich hier schon runter? Weil, nee, da stimmt, da hattest du ja noch gar nicht den Keller ausgeschachtet. Können ja schon mal so ein bisschen spoilern, darunter wird auf jeden Fall noch ein Raum kommen. Und dicker, fetter Keller. Genau, ein dicker, fetter Keller. Und wir werden auch eine sehr, sehr dicke Decke einbauen, denn da drin wollen wir natürlich Rohrleitungen verlegen für Flüssigkeiten, für Items etc. Und ja, das ist natürlich, ich sag jetzt mal, schon irgendwo ein bisschen wichtig, wenn man da ein bisschen mehr Platz hat. Und ja, an der Stelle bringe ich erstmal wieder ein paar Sachen weg. Und ja, Jens, was kannst du denn so Feines erzählen? Ich muss erstmal dich korrigieren, das ist gar nicht der Timber-Mod, sondern wenn ich mich recht entsinne, Tree, Kapette Dingsbums. Ach ja, ich erinnere mich. Capitator. Ich erinnere mich, genau. Das stimmt, du hast recht. Ich muss ich einfach zugeben gerade.
Auch wenn ich es nicht gerne zugebe. Nee, wie gesagt, also hier sieht man auch, ich habe ein bisschen zu viele von diesen Blast Furnace Bricks gemacht, aber das ist gar nicht schlecht. Hinterher werden wir vermutlich noch einen weiteren bauen, also von daher soll mich das nicht weiter ärgern. Sind ja jetzt auch nicht so teuer, ne? Nee, eben. So ein bisschen Magma Cream, ein bisschen Soul Sand, ein bisschen Nether Brick, das ist alles im Rahmen des Machbaren. Sofern man denn hinterher auch Magma Slimes findet, das war ja eine Tortur, wer die letzte Folge gesehen hat. Da bin ich ja eigentlich nur durch das gesamte Nether Fortress gerannt, habe zwei Magma Cubes gefunden und die droppen beide nichts. Und die Chancen, dass die tatsächlich also 0 bis 1 Magma Cube droppen, die und die Chancen für ein Magma, Magma Cream liegen bei 50%. Und dann habe ich zwischen den Folgen, habe ich echt bestimmt 7 oder 8 gehabt, wo halt nichts rauskam. Und das war schon echt bitter. Also muss man ganz ehrlich dabei sagen. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir roten mal hier ein bisschen vom Haus, damit wir wieder vernünftig hier rausgucken können aus unserer Tür. Weil mich das auch ein bisschen aufgeregt hat, dass die Blätter andauernd in unserem Weg waren. Und ja, so hin und wieder habe ich das Gefühl, ruckelt es auch ein bisschen, ne? Also. Ja, das war, glaube ich, Minecraft-Ruckler zu der Zeit, ne? Ja. Weil ich nicht weiß, ob es halt serverbedingt war oder clientbedingt, das ist immer so die große Frage bei Modded Minecraft. Liegt es jetzt am Server, liegt es am Client? Liegt es daran, dass man nebenbei noch streamt oder aufnimmt? Das ist immer so eine sehr, sehr spezielle Gratwanderung, nenne ich es einfach mal. Aber man kann das alles debuggen. Aber ob sich der Aufwand lohnt, um so ein bisschen zu spielen, weiß ich nicht. Ja, eben. Das, das ist, glaube ich, dann tatsächlich ein wenig übertrieben, sagen wir es mal so. Nee, wir wollten ja nochmal später wieder die Aufnahme wieder verändern oder unser Aufnahmesetup, weil das ja, es ist echt cool, wie wir es im Moment machen, aber du sagtest, irgendwie gefällt dir das auch noch nicht so richtig und du willst nochmal ein bisschen dran tweaken und habe ich richtig verstanden, ne? Oder ja, müssen wir mal gucken mit den Audiospuren, das ist noch nicht so ganz wahr. Genau, ja, wie gesagt, also da müssen wir uns irgendwas übernehmen. Aber ich glaube, ich habe da eine Idee. Und zwar müsste man doch theoretisch, wenn ich jetzt mein Headset abnehme und das an mein Mikrofon halte und das ganz laut drehe und du einmal in die Hände klatscht, dann ist das ja auf meiner Spur drauf, meiner Audio-Dingens und auch auf deiner Audiospur. Das, könnte man das eventuell so machen? Fragezeichen. Das Problem ist ja, dass wir bis jetzt immer alles direkt in eine Spur reingemixt haben und wir konnten dann auch gar nichts mehr ändern im Nachhinein. Du meinst jetzt bei unserer OBS-Aufnahme? Ja, genau. Okay. Müsste man dann erstmal das aufteilen in einzelne Audiospuren, dann könnte man das im Nachhinein noch synchronisieren. Und vielleicht das Bild auf dem Server, der ja sowieso alles durchwinkt. Einfach mit aufzeichnen, dann kann man im Nachhinein noch Picture-in-Picture nachbessern. Ja. Ja, das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Weil ihr müsst ja bedenken, wir streamen ja praktisch beide in 1080p 60. Und das ist natürlich schon ein gewisses Datenvolumen, was da zusammenkommt, das der Server natürlich verarbeiten muss. Und deswegen bekommt der Jens auch die ganzen Datenpakete, weil der hat eine hohe Downleitung und ich habe eine hohe Ableitung. Das heißt, wenn der Jens erst nochmal alles zu mir streamen müsste in 1080 60 und ja, ginge auch, aber dann ich glaube, so rum ist tatsächlich schon die bessere Variante. Dauert dann halt länger hinterher im Upload, aber zum Glück nehmen wir ja, ich sage jetzt mal, einen ganzen Stapel Videos auf, bevor es überhaupt daran geht, dass wir die veröffentlichen, weil ich meine, die Videos, die wir jetzt gerade nachkommentieren, die sind von Anfang März? Nee, von Ende Februar sogar noch, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Moment. Gute Frage, nächste Frage. Warte mal, ich kann auch mal gucken. Also das Video wurde hochgeladen. Am 4. März. Am 4.3., genau. Ja. So.
Ja, wie also ihr seht, wir haben heute den 18. Das ist ja, gute 2 Wochen, ja, eigentlich genau 2 Wochen her, ne? Wenn du mal 14 Tage drauf rechnest. Das, ja, wie gesagt, also die Vorproduktion ist eigentlich schon relativ hoch, damit man halt nicht in Zeitnot kommt. Und jetzt habe ich heute, also im Moment ist ja bei mir Praktikum, deswegen ist auch weniger los auf dem Kanal, das hatte ich ja angekündigt. Und wie gesagt, sobald das Praktikum durch ist, werde ich auch wieder mit den täglichen Streams anfangen und so weiter und so fort. Also da macht euch mal gar keine Sorgen, das wird alles wieder kommen und alles besser und größer. Und wo ich mich auch natürlich noch bedanken möchte bei euch, sind das echt positive Feedback auf die Programmiertutorials. Ich weiß nicht, also Jens, du hast ja ab und zu mal reingeguckt, aber ich glaube noch nicht so wirklich viel, ne? War richtig? War Nee, falsch? geguckt tatsächlich noch gar nicht. Du hast mich ja zwischendurch informiert, was du da gemacht hast, aber ansonsten. Ja, genau. Also ich hatte zwischendurch auch mal so ein bisschen nach Rat gefragt, wie verschiedene Sachen, wie Jens das am besten erklären würde und in welcher Reihenfolge das sinnvoll ist und so weiter und so fort. Man möchte ja natürlich auch nicht zu viel Informationen vorgreifen. Und ja, im Prinzip möchte ich mich eigentlich bei euch bedanken, dass ihr das so gut annehmt. Da gibt es eigentlich immer Likes drauf. Ich glaube, da ist nur ein Video dabei, das ein Dislike bekommen hat. Von den 6, 7 Stück, die ich bis jetzt gemacht habe. Und ansonsten werden die halt richtig gut angenommen. Und deswegen hier an der Stelle nochmal großes Dankeschön an euch. Großes Dankeschön, dass ihr auch kommentiert und mich auch ermuntert, damit weiterzumachen. Da habe ich jetzt erst die Tage wieder 2 Kommentare gehabt. Fand ich richtig super. Werde ich auch drauf eingehen im nächsten Video. Da war nochmal eine Frage gestellt worden. Und wie gesagt, ich finde das klasse, dass das ein Format ist, was ihr feiert, was ich feiere. Und ja, wenn wir alle ein bisschen was damit lernen können, dann ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Und ja, ich weiß gar nicht, irgendwie passiert nicht viel, ne? Wir farmen hier jede Menge Holz und so weiter und so fort. Ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dann wollten wir ja eigentlich in Richtung Tunnelbohrer gehen, ne? Das ist ja so der Overall-Plan. Wenn wir den noch nicht haben, ja. Nee. Ich habe ja gerade erst den Blast Furnace gebraucht. Wir brauchten ja 2 Stahlblöcke dafür, um überhaupt den Tunnelbohrer bauen zu können. Und ja, wofür wir den eigentlich brauchen, ist eigentlich relativ simpel. Wir wollen einfach einen langen Tunnel bauen, beziehungsweise theoretisch müssten wir keinen langen Tunnel bauen, wir könnten auch einfach über Wasser die 1000 Blöcke bauen, aber ich weiß nicht, ich baue nicht gerne über Wasser. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht so meins. Das sieht ja auch Und scheiße aus, da ist ein langer Strich in der Landschaft. erstens sieht es kacke aus und zweitens erspart man sich im Endeffekt die Strip Mine, wenn man einmal den Tunnelbohrer durchlaufen lässt. Und ja, deswegen haben uns dann dazu entschieden, in die Richtung weiter zu expandieren. Außerdem wollen wir natürlich auch ein bisschen mit Railcraft spielen. Da werden wir hinterher auch noch bestimmt ein richtig lustiges System machen, was uns automatisch Sachen aus der Mine nach oben bringt, zur automatischen Ohrverarbeitung. Also da wird sicherlich noch das ein oder andere kommen. Und ja, wie gesagt, in die Richtung möchten wir halt weitergehen. Und gerade habe ich mich, glaube ich, darauf fokussiert, wie man eine Clockwork Engine baut. Und die werden wir brauchen, um eine Rolling Machine zu powern, die ich jetzt gerade hier zeige, damit wir überhaupt in Richtung Schienen gehen können. Und 1000 Schienen ist eine Menge, aber man muss ja dazu sagen, man bekommt ja praktisch aus 6 Eisen, kommt man ja schon mal, ich glaube, 8 von diesen Schienenstücken raus. Und von 6 von diesen Schienenstücken plus so ein Railbed gibt ja schon 32 Schienen. Das ist ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen günstiger als im normalen Minecraft. Und gerade wenn man halt später mit Lokomotiven arbeitet und so weiter und so fort, ist es, glaube ich, von Vorteil, wenn man auf sowas zurückgreifen kann. Und da bin ich auch mal gespannt, wie wir das machen. Vielleicht mit ja so High-Speed-Rails oder ähnlichem. Ich weiß noch nicht so genau. Also einerseits wäre das natürlich schon ziemlich cool, so High-Speed-Rails zu haben. Auf der anderen Seite kann da auch viel mit schief gehen, habe ich gehört, ne? Also wenn man da irgendwie von High-Speed-Rails eine scharfe Kurve macht, muss man irgendwie vorher erst abbremsen, sonst explodiert das Minecart oder so. War das nicht so? Haben wir da nicht mal so eine Strecke im Nether gehabt auf irgendeinem Server?
Ja, genau. Ach, das ist ja auch schon ewig her. Ihr müsst verzeihen, also Jens und ich, wir spielen Minecraft seit 2010, ne? Keine Ahnung. Also, ja, wir haben ja in der Beta praktisch damals angefangen. Also, ich weiß Ja. noch, dass ich am Anfang einen Account hatte, also was heißt ein Account, so ein Alpha-Account für im Browser, wo man nicht viel mitmachen konnte. Da hatte ich schon Minecraft im Endeffekt. Und dann habe ich mir irgendwann, das war doch in einer unserer ersten Informatikstunden, wo wir nebeneinander gesessen haben. Das ist nämlich im Informatikunterricht in der Schule habe ich nämlich Jens eigentlich kennengelernt. Und was hatten wir noch zusammen? Erdkunde in dem Jahr hatten wir auch zusammen. Hören wir auf mit Erdkunde. Ja, es ist. Also da könnten wir auch wieder Stories erzählen, noch und nöcher. Ja, wie gesagt, der Jens war damals schon am Let's Playen. Und ich wollte halt damit anfangen und dachte mir so, ja, hey, warum nicht? Und so weiter und so fort. Und dann sind wir praktisch nach Saturn und haben uns diese mega schlechten Mikrofone geholt. Alter, das habe ich immer noch im Schrank liegen. Das war Ich so auch, ein ja. €2,50 Teil. Ich glaube, es hat Und 15 Euro gekostet, aber. ja, du weißt, was ich meine. Also die Qualität war eher nach €2,50 als nach 15 Euro. Das Ja, das kommt bei mir auch schon in den Kopf, wenn ich nur den Namen des Herstellers höre. ja, dem werden wir natürlich jetzt hier nicht erwähnen, aber mit Vertrauen hatte das Ding nicht sehr viel zu tun. Aha. Und gemeistert hat es seine Aufgaben auch nicht. So, wer die Anspielung verstanden hat, der kann ja mal einen Daumen hoch geben. nee, wie gesagt, also, wo kamen wir jetzt eigentlich her von der Konversation her? Ach so, ja, wir spielen halt schon, Informatikunterricht. genau, wir spielen schon so ewig Minecraft. Und wie gesagt, dann habe ich halt irgendwann mich dazu entschlossen, habe ich noch dem Jens die 15 Euro in die Hand gedrückt, weil ich damals keinen PayPal-Account hatte. Ups, jetzt bin ich an mein Mikrofon gekommen. Und da weiß ich noch, dass du mir meinen Minecraft-Account bestellt hast. Das weiß ich noch. Ja, ich habe, glaube ich, mehrere Minecraft-Accounts gekauft. Ich glaube, so drei oder so. Ja. Und ja, wie gesagt, dann haben wir halt, das weiß ich noch, da war dein Zimmer noch, also fast noch zugestellter als heute, ne? Also ich meine, heute ist es immer noch ziemlich zugestellt, aber damals war noch, da musste man ja richtig klettern, um da reinzukommen. Ja. Das weiß ich noch. Also da stand auch noch der Tisch so quer und irgendwie so Da steht schräg immer ein von. Kreuz und quer. Ja, da, nee, jetzt steht er senkrecht zum Fenster. Früher stand er quer zum Fenster, also parallel. Dann hatte man von hinten schlechtes Sonnenlicht und man hat nichts gesehen und mit diesen komischen Mikrofonen und mit einem Laptop aufgenommen in so einer ganz, ganz komischen Auflösung. Was war das da? 1300 irgendwas mal 766. Und oh Gott, das war schon nicht mehr schön. Das war schon nicht mehr feierlich. Und ja, wie gesagt, also da war ich eigentlich auch ganz froh, als ich dann letztendlich vor 3 Jahren meinen richtigen Rechner, meinen Desktop-Rechner mir zusammenstellen konnte. Den hatte ich mir ja angespart über die Abi-Zeit und ja, der geht ja bald auch in Rente. Das kann ich ja auch schon mal spoilern. Da wird auch bald wieder ein neues Bauvideo kommen. Ich plane so gegen Ende April die ganzen Komponenten vernünftig zusammen zu haben. Also zusammen zu haben im Sinne von erstmal ein Setup natürlich ausdenken, in Anführungsstrichen. Das Ganze dann bestellen und geliefert bekommen. Und wenn die ganzen Sachen dann da sind, dann denke ich mal, vielleicht so um 1. Mai rum. Hast du da irgendwas vor, Jens? Kann man ja schon mal fragen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, weil, weißt du, wenn wir dann ich kann ja selber mal eben gucken, ist das überhaupt 1. Mai ist ein Sonntag, das ist ja Kacke. Hat man ja gar nicht frei. Glaube, Nee, an dem Wochenende ist aber auch eine Veranstaltung bei uns. Da müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, das Wochenende danach bin ich ja wahrscheinlich immer, weil dann ist ja mein Geburtstag an den Tag drauf. Da denke ich mal, werden wir reinfeiern, in Anführungsstrichen. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Vielleicht auch erst das Wochenende danach nachfeiern oder so. Ja, wie gesagt, also so um den Zeitraum hatte ich dann halt vor, dass man eventuell
diesen PC zusammenbaut. Natürlich wird es dazu auch wieder ein Video geben, ein paar Tutorials vielleicht, wie man vernünftig eine CPU anbringt oder wie man Sachen immer vernünftig... Immer auf die Kontakte fassen, ne? Genau, immer auf die Kontakte fassen, dreimal drauf niesen, die Cola da drin verschütten und so weiter und so fort. Also alles das, was man halt machen soll, ne? Das ist ja logisch. Mhm. Und ja, also da in die Richtung wird auf jeden Fall was kommen. Und ja, wir sehen hier praktisch schon, ich bin gerade am Überlegen hier, wie es am sinnvollsten ist für uns, diese Railbeds herzustellen, und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir im Prinzip einen Carpenter dafür brauchen. Der verbraucht nämlich nur 3/4 von dem ganzen Kreositöl, das wir eigentlich bräuchten, um das Ganze herzustellen, wenn wir es mit einem Bucket machen. Und ja, wie gesagt, deswegen habe ich eigentlich jetzt hier noch die erste Fuhre Tracks fertiggestellt. Und da sehen wir einen richtig coolen Vulkan. Da kannst du ja noch mal was zu sagen. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Eine Minute haben wir noch. Ja, der war auf einmal da. Ich habe da so einen schwarzen Fleck auf der Karte gesehen und dann war da dieser schwarze Fleck am Himmel. Der müsste von, ich glaube, Blue Power müsste der sein. Heißt das Ding nicht Project Blue? Nee, Project E war Equivalent Exchange, ne? War ja, genau. Richtig. So. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier unser Railbed. Und daraus werden wir jetzt Tracks machen. Aber ich glaube, das sehen wir entweder Ende dieser Folge noch oder Anfang der nächsten. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal ganz recht herzlich. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Und ja, wie gesagt, lasst mal ein bisschen Feedback da. Ich freue mich immer, wenn ich was zu lesen habe. Und ja, ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein.